Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Video. Ja, mein PC-RAM ist angekommen in diesem wunderschönen kleinen Amazon Bumsix. Ja, ich werde das mal kurz aufmachen, einmal umdrehen. Hier ist so eine kleine Lasche zum Aufziehen. Die ziehen wir auf. Ja. Oh gut, da hängt ja das Kabel. Guter Kabel, hallo. Jetzt hängt es nicht mehr. Da geht's. So, jetzt ist es offen. So, dann ist eben hier so die kleine Öffnung. Dann schütten wir mal alles aus. Da ist noch was drin, wenn man das noch nicht gerade raus. Aha. Schön, schön. So. Ja. Blödes Kabel, geh mal weg. So. Jetzt soll das Kabel nicht mehr sein. Hier ist auf jeden Fall. Keine Ahnung, irgendwas. Hier ist auch irgendwelche Werbung über. Was mit Rabatt und ja, hier ist der RAM-Speicher. Wie man sehen kann, hier hinten sind schon, sieht man es schon so ein bisschen. Ja, und dann bin ich zurück, wenn ich die hier mal ausgepackt habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, mein Finger. Alter. So, ja, und hier seht ihr den schönen Arbeitsspeicher. Ja, sieht, hat auf jeden Fall schon ein schickes hat schon ein schickes Design. Sieht sehr schick aus. Autofokus, hallo? Ah, ja. Hat ein schlankes Gehäuse. Sieht auf jeden Fall schon geil aus. Und diese Teile hier, denkt ihr euch, was das sein soll? Das ist Aluminium eben. So, oder Plastik, einfach nur zur Verzierung. Aber, ja, keine Ahnung. Jetzt ist eben wahrscheinlich nur zur Verzierung, dass es geil aussieht und so. Ist auf jeden Fall schick, ja. Und dann lege ich das gerade mal hier zurück. So rum, genau. So. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das hier in meinem PC einbaue. Ja, bis gleich. So, da sind wir dann. Hier ist mein schöner PC. Hier so. Und das seht ihr alles hier. Ja, habt ihr schon bei meiner Soundkarte einbauen gesehen, die hier unten ist. Unter der Grafikkarte. Und ja, ich würde sagen, hier sind die RAMs. Und ja, ich würde sagen, die bauen wir jetzt gerade mal ein. Und dafür muss ich mal kurz vorne und da reingreifen. So, einmal hier die Spange lösen. Einmal hier unten Spange lösen. Dann kann man diesen RAM mal rausziehen. Dann unten lösen. Oben lösen. Ausziehen. So. Das waren jetzt die zwei weiteren. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, aber ich mache es einfach mal. So, hier ist der erste RAM. Ich glaube, jetzt sieht man das? Ja, sieht man hier. Also, den tue ich da einfach in den Slot rein, wo jetzt die war. Also, einmal hier hinten rein. Ich drauf gucken, dass alles richtig drin ist. Warte, warum muss ich ganz auf? So, und jetzt mal drücken. So. Hat zweimal Klack gemacht, perfekt. So. Jetzt kommt der zweite Speicher. Hier. Wunderschön. Sieht man. Der kommt jetzt da in den anderen rein. So, aber drücken. Klack und unten. Klack, perfekt. So, dann machen wir die unteren auf. Denn da kommen jetzt die kleinen wieder rein. Und ich habe gerade erst festgestellt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss den hier nochmal rausnehmen. Live ausbauen. So, den muss ich leider nochmal raus, sonst kriege ich den dann nicht rein. Klein. So. Yeah.
hier und einmal da. Dann muss es noch klack machen. Klack und schon. Das auch noch klack machen. Ah, scheiße. Was hat das rum mit? Ah, Mist. Naja, ist hier live einbauen, da darf man Fehler machen. So. Klack. Klack. So, perfekt. Jetzt kommt der zweite kleine Reifer. Ich mache zuerst die kleinen. Weil die großen kann man besser reinstecken. So, einmal unten und einmal. Oh, ist nicht offen. So, jetzt ist oben offen. Einmal unten, einmal oben reindrücken, es klack macht. Klack, alles drin, perfekt. Und jetzt kommt eben unser schöner großer Raum. Richtig. So. Und. Klack. Klack, jawohl. Somit hätten wir 16 GB RAM eingebaut. Ja, dann starte ich mal den PC und dann kann ich mich ja davon überzeugen und zeige es euch wahrscheinlich dann noch, dass die 16 eingebaut sind. Ja, dann sehen wir uns gleich. Ciao. So, da bin ich dann auf meinem Desktop, wie ihr sehen könnt hier, wunderschön. Ja, und ich zeige euch das gerade mal. Hier unten ist der Taskmanager. Hier ist ein schöner großer Balken. Fokus bitte. Okay. So, und hier seht ihr auch schon insgesamt 16.316 Megabyte, also 60 GB und 316 Megabyte. Und ja, dann gehen wir gerade nochmal auf die Systemsteuerung und hier seht ihr auch, was ist hier? Installierte Arbeitsspeicher 16 GB. Ja, okay, oh, schön, was ihr alles machen kann, schön. Ja, und das soll eigentlich von diesem Unboxing jetzt gewesen sein eben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da und einen Kommentar. Und das wackelt gerade ein bisschen. Und einen Kommentar und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss.